Ja, servus, es geht ja schon los, oh mein Gott. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei einem Video von eurem Xarok. Ja, ich möchte euch mal was zeigen. Ja, ihr seht hier im Hintergrund meine zwei coolen Ami-Kisten, ein Cadillac und ein Dodge. Und ja, der rote, der kleine Caddy, bekommt jetzt demnächst einen neuen TÜV und dafür muss ich ein paar Sachen machen. Deshalb habe ich ein bisschen Post bekommen an meiner neuen Wohnung, yo, mein Home Suite. Und das möchte ich euch mal zeigen. Es ist echt cool hier. Also die Landschaft ist natürlich geil, ist natürlich nichts für Stadtmenschen, aber für mich ist das, ja, ich kann mir nichts Besseres vorstellen. Und ja, ich zeige euch mal jetzt was ganz Cooles. Das ist mein Reich. Ich würde am liebsten da drin schlafen. Ich zeige euch das mal. Genau, dann müssen wir hier mal ein bisschen sportlich sein. So, okay. Dann haben wir hier, haben wir meinen, ich bin ein Genie, aber niemand bemerkt das. Ist ein bisschen warm, ne? So, dann gehen wir mal hier runter. Ich muss hier den Stein hinmachen, damit die Tür offen bleibt. So, so, da, da. Geil, oder? Ja, ist noch ein bisschen Unordnung. Man kann aber schon drin schlafen. Jojo, schlafen. Ich zeige euch mal jetzt hier ein bisschen was. Wir haben hier sogar eine Heizung. Das ist voll cool, dass man hier so warm machen kann. Ups, hier, ihr seht ja nichts. So, da kann man hier jetzt rein. Aufdrehen, ja, dann wird es hier schön warm. Aber wir lassen es jetzt mal aus. Und ja, das ist hier so mein erster Arbeitsbereich. Voll cool. Wir haben sogar schon Licht. Yeah! Ja, voll cool. Das nächste, was ich euch zeige, sind meine Autoteile. Also hier sind schon mal hier so die ganzen Kisten hier so. Yeah. Oh, hallo, Emi, Kuckuck. Und ja. Hier, das zeige ich euch gleich. Yeah. Ja, hier kommen wir zu unserem ersten Spielteil, ein Universal-Federspanner. Den habe ich mir gestern noch gekauft, denn wir müssen bei dem Cadillac die Dämpfer wechseln. Vorne ist wohl irgendwie, also das ist ja, muss man vielleicht noch dazu sagen, es ist ein Luftfahrwerk, beziehungsweise ich habe gestern erfahren, dass es nur hinten ein Luftfahrwerk ist, vorne ist es irgendwie nur mit Öl oder irgendwie sowas, wird das gesteuert. Ja, auf jeden Fall soll der hier genau passen. Einer hat gemeint, das Teil würde über 100 Euro kosten. Gott sei Dank ist das nicht der Fall. Ich habe für das Ding keine 50 Euro ausgegeben. Ist eigentlich ziemlich einfach. Man kann hier dann hier das ein bisschen weiten. Dann kann man hier den Feder dann hier reinhängen. Und mit dem hier kann man das dann zusammenziehen. Ist eigentlich sehr cool gemacht. Ist eine geile Idee. Das werde ich vielleicht euch nochmal später genauer zeigen. Da müssen wir dann mal gucken. Ja, das ist unser erstes Spielzeug. Das lege ich jetzt mal hier so ein bisschen beiseite. Das nächste, was wir machen müssen, ist die Hupe. Die funktioniert nämlich seit ein paar Tagen nicht. Ich bin ja so ein nostalgischer Huper. Ich hupe sehr gerne für mein Leben. Denn ich halte mich für einen überzeugten, sehr guten Fahrer. Vielleicht sind andere nicht der Meinung, aber ich schon. Und deswegen sehe ich immer sehr viele Fehler bei anderen Menschen. Deswegen brauche ich auf jeden Fall eine Hupe. Wir haben unsere kleine Hupe. Ist wohl ein tiefer, genau, ein tiefer Ton. So wie es vorher auch war. Es klingt eher so, wie so ein und das finde ich eigentlich ganz nett. Und hier sind noch ein paar Befestigungsteile, ein Kabel. Müssen wir nochmal gucken. Das wird wahrscheinlich so ziemlich das Einfachste werden. Genau, dann haben wir das nächste. Das Schwerste. Der Postbote kam zweimal an dem Tag. Bremsscheiben, das sind schon Oschis. Also einer wiegt so gefühlte, also 15 Kilo oder 10 Kilo. Also da sind jetzt vier Stück, vorne und hinten. Natürlich haben wir dann hier auch noch die Bremsklötze. Ganz nett, neu, vorne und hinten. Ist natürlich wichtig. Ja, und dann haben wir noch ein bisschen was, was natürlich auch für den TÜV wichtig ist, ist der liebe kleine, aber doch sehr handliche Querlenker. Nehmen wir mal hier rüber. Gucken, ob das noch passt. So, das kriegen wir hin. Hier haben wir ihn einmal. Soll ich mal auspacken. Soll das jetzt so einfach funktionieren? Ne, funktioniert jetzt nicht so einfach. Ihr könnt es ja aufreißen. Heia! So. Genau. Hier haben wir das fette Teil. Denn bei unserem Cadillac, warte, wie rum gehört da, so rum, ist die Buchse hier ausgeschlagen, auf der linken Seite. Ich denke,
da die Teile sehr günstig sind, also muss man auch noch dazu sagen, ich habe die Teile bei rockauto.com bestellt. Bisschen Werbung machen. Ich habe davon nichts. Und ja, genau. Und der Versand ist natürlich für so schwere Teile immens teuer. Und wenn man natürlich dann eine Sammelbestellung macht, ist das ein bisschen günstiger. Und da habe ich gesagt, ja, wenn wir schon den linken Querlenker ganz machen, also austauschen, dann wird der rechte wahrscheinlich auch bald kaputt sein. Deswegen haben wir natürlich noch einen zweiten Querlenker. Ja, und dann kommen wir zum nächsten Teil. Muss ich das hier ein bisschen wegräumen. Ja, ich habe mir ganz schön was vorgenommen für das Wochenende. Ob ich das schaffe. So, dann haben wir hier zweimal. Jetzt kommt so dort drin sein. Ich pack jetzt hier mal einfach hier das aus der Kiste raus. Dann kann man schon was erkennen, Digga. Okay, dann gehen wir mal hier rüber. Ihr habt es ja erahnt mit der Federspanne. Ein Luftfahrwerk oder ein Ölfahrwerk, Hydraulikfahrwerk, wie man es mal nennen mag. Hier ist ein Luftschlauch oder bei dem hier wahrscheinlich jetzt nicht. Und der Cadillac scannt den Fahrbahnbelag oder je nachdem, wie man fährt, tut er dann das Fahrwerk härter stellen oder weicher stellen. Und ja, genau. Und der ist halt jetzt leider undicht, der fängt auch schon an zu knarzen. Und man muss auch dazu sagen, manchmal hat man sogar die Eigenschaft, dass der Dämpfer gar nicht mehr geht, also er federt gar nicht mehr. Das ist dann wie so in so einem Sportwagen. Das ist nicht so Cadillac-like. Und ja, genau, das wird unsere schwerste Aufgabe. Wie gesagt, wir müssen da das ganze Federwerk ausbauen und dafür habe ich ja den Federspanner gekauft. Und ja, genau. Jo, da haben wir uns was vorgenommen für das Wochenende. Ich werde euch zwischendurch immer mal ein bisschen berichten, zeigen, was wir schon gemacht haben. Vielleicht mal auch das eine oder andere zeigen, wie es funktioniert. Und ja, dann sind wir fertig. Ja, bis dann. Da sind zwei Hupen. Zwei Hupen. Ich habe aber nur eine Hupe. Vielleicht sind nur die Sicherung kaputt. Scheiße. Body, NGN. Audio, NSP, Reverse, Damper, IGN, Paar. Die neue Hupe, sie sollte natürlich eigentlich funktionieren, aber ich will mal gucken, ob sie geht. Ja, sie geht! Okay. So, und die alte Hupe? Sie mochten nix. Die ist tot. Ruhe im Frieden. Zwei Hupen hat mein Auto, ja, warum? Zwei Hupen hat mein Auto, ja warum? Mein Auto hat zwei Hupen, ja warum? Andere Autos haben nur eine Hupe. Nur mein Auto hat zwei Hupen, warum? Das versteht keiner, darum bin ich ziemlich dumm drumherum. Ich weiß nicht, warum mein Auto zwei Hupen hat. Oh ja, haha, da sind wir wieder. Eine kleine Zwischensequenz. So sieht es momentan aktuell aus. Bremse und Bremsscheibe. Ja, und da sieht man auch den Querlenker. Ja, und jetzt sieht es so aus. Tada, neue Bremsscheibe, neue Bremsklötze, ganz toll. Ja, mit dem Stoßdämpfer müssen wir noch ein bisschen aufpassen. Da muss ich mich noch mal genauer schlau machen. Der Federspanner, Verzeihung, wird hier eingekeilt. Das hat auch schon ganz gut funktioniert. Allerdings habe ich ein paar Probleme mit den Schrauben hier. Wahrscheinlich brauche ich einen Schlagbohrer, den ich jetzt hier nicht habe. Das werden wir dann noch nachholen, definitiv. Aber was mir jetzt wichtiger ist, ich zeige euch mal, wie man einen Bremskolben am besten zurücksetzt. Wichtig ist, dass man bedenken sollte, dass wir jetzt vorne sind. Hinten kann man das nicht so einfach machen, aber vorne ist das kein Problem. Ich habe hier jetzt hier mal einen kleinen Bremssattel mit dem Bremskolben, Bremszylinder, der hier drinnen ist. Und am besten ist es, ihr holt euch so ein schönes Holzstückchen. Das klemmt man hier so schön rein. Und dann gibt es hier diese Zwingen. Die kann man hier dann so reinklemmen. Schon mal hier so ein bisschen enger machen. Und dann schraube ich mir das hier so ein bisschen fest. So. Dann wird das nämlich auch schön gerade wieder reingedrückt durch das Holz. Wenn man natürlich nur auf einer Seite mit der Hand oder sowas reindrückt, kann es passieren, dass der Kolben schräg reingeht und dadurch verkantet. Das möchten wir natürlich vermeiden. So, jetzt muss man natürlich hinten, das wird man jetzt wahrscheinlich schlecht sehen,
hier unseren, die Bremsflüssigkeit öffnen, denn da ist ja Druck drauf. Das machen wir hier so ein bisschen auf. Wichtig ist, dass ihr das natürlich auffangt, wo es reintropft. So, und dann drehe ich die Schraubzwinge zu. Man hört es auch ein bisschen tröpfeln. Und er drückt jetzt nach und nach den Kolben wieder zurück. Da muss man natürlich ein bisschen Kraft anwenden. Tropf, 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 tropf. Es fließt. Genau, zu schnell sollte man es auch nicht machen, weil sonst kann es passieren, dass das Öl wieder zurückgedrückt wird in den Ausgleichsbehälter. Und da kann es dann passieren, dass man Dreck mit zurückdrückt. Das soll natürlich nicht passieren. So, jetzt ist er fast zurückgedrückt. Auch sollte man aufpassen, dass man nicht alles einsaut damit. So. Genau, voilà. Dann ganz wichtig, diese Düse wieder zu machen. Gescheit, ist da jetzt runtergefallen. Und ja, genau, und dann sind wir hier fertig. Dann kann man hier die Schraubzwinge wieder öffnen. Und voilà, der Kolben ist gleichmäßig zurückgedrückt worden. Und wir können dann draufsetzen, den Bremssattel. Ja. Das war's dann eigentlich auch schon. Das war's auch für heute. Den Rest werde ich vielleicht separat nochmal machen. Das werdet ihr dann schon sehen. Und ich wünsche euch noch einen schönen, schönen Tag. Ciao, ciao. Aber das gute Stück hat keine 50 Euro gekostet. Warte, warte mal. Und ja. Wenn ich richtig stehe, sehen Sie, wenn das Licht angeht. Es hebt. Ich heb ab. Der Döner klebt am Boden. Da liegt ein Stein.